schnell hin wieder. Los, komm her. Jetzt auf jeden Fall nicht sterben. Kommt er? Kommt er nicht? Der will. Der will, der will, der will. Na, los, komm her. Das Gute ist halt, dass der nicht gleich wieder herkommt. Dann der Dämon. Das heißt, wir können uns erstmal dann Menschlichkeit und Dings schnappen. Jetzt komm her. Bye bye. Na los, komm her. Meine Fresse, ey. Du hast schon wieder eine Menschlichkeit bekommen, meine Güte. So. Ich möchte das schnell mal beschleunigen. Scheiße. Jetzt aber. Jetzt. Genau, jetzt haben wir Höhenkriegerhelm, okay. Erst das Flakons wieder. So, den Typen mal schnell ausschalten. Oh Mann, oh Meter, das kostet mich gerade an. Tipp, 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 tipp. Dann hier runter. Komm, jeder mit. Bye bye. Einer mitkommen bitte oder beide. Egal. Was euch lieber ist. Greif an. Bye bye. Bye bye. Dann den Typen da oben. Bye bye. Danke. So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt werde ich erstmal gleich aufs Krummsäbel wechseln. Bevor ich da irgendwas anderes mache. Was soll ich jetzt gleich machen? Dem mache ich mehr Schaden und der hat eh keine Rüstung, der scheiß Taurus-Dämon. So, jetzt muss erstmal unsere Seelen wieder. Und gehen da hoch und machen die Typen platt. Wie ist das schwächer, das Ding? Das Gefühl. Ich weiß nicht. Das Krummsäbel macht 103 Schaden. Das Langschwert 96 Schaden. Weil das gerade schon ein Schwert mit seiner Häufigkeit nur das Krutsche. Ja, ein unglückliches Schwert, das beständig normalen Schaden. Was war das gerade? Ist gerade ihn anwedet? Ja, oder? Was zur Hölle war das gerade? Ich kann nicht anwedet werden, ich bin... Hä, was war denn das? Mann, will ich doch gar nicht. Egal. Ich wollte es nochmal lesen jetzt hier endlich. Komm. Hohe Stoßschaden zufügt, wodurch es in Vielzahl von Situationen einsetzbar ist. Ach so, deswegen, weil es Metallrüstung haben. Deswegen behalte ich das jetzt mal. So. Jetzt nehme ich nochmal die Scheiß. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Und zwar habe ich das hier vergessen. Benutzen. Genau. Das werden wir ziemlich benutzen gegen den Guten. Will mehr Schaden machen. Ja, da ist er. Und nochmal.
Gucken, ob es jetzt besser klappt. Ja, das macht doch schon mal ein bisschen mehr Schaden. Bitte hinter, vor den. Sehr gut. Jetzt kann ich mich wegrennen. Lol. Abvisieren und rennen. Rennen, 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 renne doch! Ach, es wird nichts. Arschloch, hart getroffen. Oh, komm, lass mich durch. Ach, scheiße, komm. Abvisieren und weg. Ja, er trifft mich. Muss angreifen, dass ich mich heilen kann. Und dann möchte ich... Sehr schön, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Komm, komm, renn, 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 renn. Renn bitte, renn bitte. Und hoch, bitte, lass mich hoch, bitte lass mich hoch, bitte lass mich hoch, bitte lass mich hoch, bitte lass mich hoch. Yes! Und jetzt machen wir den platt, jetzt machen wir den platt, jetzt machen wir den platt. Jetzt machen wir den platt, habe ich gesagt. Ein paar Angriffe noch. Komm. Yes! Bam! Oh, geschafft. So. Jetzt probiere ich was Riskantes. Mal schauen. Hier war nichts weiter. Ob das so riskant jetzt ist, keine Ahnung. Hier war noch was. Seele. Runter. Runter. Genau. So. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Da kommen wir dann später weiter. Brauchen wir noch einen Key. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Und da haben wir jemanden. Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Do you find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Ja, der Gute wird uns des Öfteren helfen können. Wir dürfen ihn nur nicht sterben lassen in den Bossfights. Die Quest immer weitergeht. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Natürlich. This pleases me greatly. Well then, take this. Was ist das Symbol, Speck, denn genau? Damit können wir anderen die Hilfe anbieten. Also auch so ein Zeichen bei anderen halt. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. Genau. If you miss it, you must be blind. Oder nicht menschlich. Genau. Das dazu. Haben wir den schon mal? So, hier kommt jetzt der gute Drache wieder. Lass mal gucken. Ja, genau, da kommt er. Leute, er trifft mich dort auch. So. Ich hoffe, ich kann jetzt da hinrennen. Oder dass der irgendwelche Faxen macht. Immer noch mit. Und hier runter. Denn hier unten gibt es einen schönen Shortcut. Und zwar den hier. Bam. Ja, da unten ist unser Bonfire. Vom Anfang. Und bevor ich jetzt zu Ende mache,
Gehe ich jetzt nochmal schnell 3000 investieren in Dings. In. Lass mich durch hier. Oh. Euch habe ich komplett vergessen. Aber euch lasse ich jetzt mal dort. Oh, er hat mich ans Bonfire gesetzt. Gegenstand kaufen. Und zwar will ich die Reparaturkiste haben. Und die bodenlose Kiste. Damit ist der jetzt hier eigentlich nutzlos. Jetzt, ich habe mir überlegen, ob ich das mit der Cantana mache. Wenn man es abspeichern könnte, ist. Aber speichert automatisch ab. Ich lasse das mal. Cantana finden wir dann später auch noch. Och nein, ich habe wieder die falsche Waffe. Kurz switchen. Schon besser. Kleine Scherbe, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Jetzt werde ich schnell aufleveln. Aufsteigen. Jetzt kann ich hier auch unsere Ausrüstung reparieren. Aufsteigen. Vitalität mache ich immer und Kondition. Bisschen hochkriegen. So, jetzt gehen wir die Leiter hoch. Dann holen wir uns noch. Ich hoffe, ich hätte nicht doch lieber ein Stärke investieren sollen, um das Dragon. Wir werden gleich sehen, warum. Also gucken, ob ich es hinkriege. Und zwar gehe ich jetzt hier hoch. Nee, ich will nicht hoch. Ich möchte hier lang. Und genau, da seht ihr den Schwanz. Wir machen jetzt das mit dem Platt hier. Meine Fresse, machen wir den wenig Schaden, ey. Und das denn? Verstehe ich gerade nicht so ganz. Komm her. Ja, die können wir jetzt auch runterstoßen. Mach's lieber so. Bye bye. So. Und zwar stellen wir uns jetzt hier hin. Switchen auf den Bogen. Und wählen hier die Standardfelder aus. So. Dann wollen wir mal. Wie geht's hier mit dem Ding? Achso, genau. Nur die richtige Punkt finden. So. Genau. Und das machen wir jetzt ein paar Mal. Bis der gute Schwanz abfällt. Kann jetzt ein bisschen dauern. Aber was soll's. Gucken, vielleicht geht's schneller, weil wir jetzt auf Beweglichkeit gehen. Dadurch unser Bogen eigentlich mehr Schaden machen müsste. Wenn ihr dann sehen, was wir dann bekommen. Das dauert jetzt halt ein bisschen. Was soll's. Es lohnt sich. Außer ich kann sie nicht benutzen, die Waffe. Dann müsste ich kurz noch ein paar Seelen grinden. Was soll's. Man muss Geduld haben. Guck mal, ob ich den gleich erwische. Nee, will ich nicht. Gut, dann mach ich so weiter. Ich hoffe, 30 Pfeile werden ausreichen. Erstmal so probieren. Vielleicht schneller.
Ja, wird schneller. Oder auch nicht. Ach Mann. Ja, wenn man es verkackt, natürlich, dann wird es nicht. Zu früh. Mann, was ist denn los? Ich hoffe, die Pfeile reichen noch, ey. Das muss ich da auch anbrusten, ne? Das werden wir machen, ne? Ich muss... Alter. Das ist halt echt schlecht von mir. Weil das Ding anscheinend muss ich gleich losschießen. Oh, zu früh. Lol. Ist unglaublich. Ich nur weiter herüber. Schauen, ob die Falle noch reichen. Oh, dann muss ich gleich losschießen. Da treffen wir. Mann, ey. Weiter sich bewegt. Pfeile schon verschossen, ey. Jetzt. Genau. Leute anfängt sich zu bewegen. Und da haben wir's doch. Nice. Wie komme ich denn aus dem Modus raus? So, das ist das Drachenschwert. Warum es hier gerade Schwerter ist, keine Ahnung. Ah, ich hätte es mir denken können. 16 brauchen wir dafür. Gut, dann müssen wir auf 16 kommen. Das heißt, wir müssen dann mal 16 rein investieren. Ja, das ist das Gute. Müssen wir nochmal investieren, weil das ist eine gute Waffe, weil sieht ja jetzt wie ein Angriff. Also gehen wir das mal zurück. Gehen hier runter. Zack. Hallöchen. Reparieren unsere Ausrüstung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.